ein besonderer Moment. Leni Klum, die Tochter von Supermodel Heidi Klum, betrat erstmals zusammen mit ihren Geschwistern Lou, Henry und Johann den roten Teppich. Die vier Geschwister, die bisher eher abseits des Medienrummels standen, überraschten mit ihrem Auftritt bei der Filmpremiere von The Book of Clarence. Leni Klum, die bereits seit ihrem 16. Lebensjahr im Model-Business Fuß gefasst hat, zeigte sich gewohnt stilsicher. In einem Ton-in-Ton-Outfit aus schwarzem Leder posiert das junge Model neben sich Lenis Geschwister. Ihre jüngere Schwester Lou entschied sich für ein elegantes, trägerloses Minikleid in der gleichen Farbe. Die Brüder Henry und Johann präsentierten sich in einer lässigen Kombination aus Cargohosen, Tanktop und Hoodies. Ihr Vater, der Sänger Seal, begleitete seine Kinder und fiel in seinem weißen Anzug besonders auf. Seine Freundin Laura Strayer harmonierte mit Lou und Leni in einem schwarzen Kleid. Während Lenis Karriere bereits an Fahrt gewinnt, könnte dieser öffentliche Auftritt ein Hinweis darauf sein, dass auch ihre Geschwister in Zukunft häufiger im Rampenlicht stehen könnten. Heidi Klum selbst fehlte übrigens bei dem Familienauftritt, teilte aber ein Foto dazu auf Instagram.